Guten Morgen! Tag 10! Hallo! Ja, es ist der 10. Tag. Es ist schon Wahnsinn, wie schnell es vorbeigeht. Ein Tag nach dem anderen. Hallo, wer ist denn da? Ich schaue gerade mal hier auf dem iPad und freue mich, dass immer noch Leute da sind. 10 Tage lang. Ich weiß, dass einige tatsächlich, hallo, guten Morgen Susanne, ich weiß, dass einige tatsächlich schon Ergebnisse haben, schon Manifestationsergebnisse. Ich erzähle euch gleich, wenn ich das jetzt geteilt habe, was mir alles schon, guten Morgen Katrin, an Ergebnissen zugetragen worden ist. Da freue ich mich natürlich so riesig. Also, was haben wir als Manifestationsergebnis? Einen Welpen. Ei, Angelika, einen Welpen. Ich habe gestern die Nachricht gekriegt von jemandem, der die Challenge mitgemacht hat. Moin, moin. Sie hat sich etwas gesucht und sie möchte eigentlich auch mitteilen, dass man wirklich unbedingt aufpassen muss oder sich klar sein muss, was man sich wirklich manifestieren möchte. Und zwar hat sie etwas gesucht, was sie gerne hätte, was aber nicht so schlimm gewesen wäre, wenn sie es nicht gehabt hätte. Und da hat sie sich einen Welpen manifestiert. Tatam! Guten Morgen! Und jetzt hat sie einen Welpen zu Hause, ein kleines Hundebaby. Kam schneller, als sie dachte, war überhaupt nicht vorgesehen. Und schon hat sie ihr Hundebaby. Also, das heißt, hallo, guten Morgen. Ein Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen, von dem ich weiß. Es sind auch noch andere Wünsche in Erfüllung gegangen, von denen ich weiß, wo Menschen überrascht waren, dass es doch so schnell ging oder ja, dass sie es gehofft haben und ja, das klappt. Manifestieren klappt. Wir haben die Power. Ich habe heute drauf geschrieben, aktiviere deine Power. Und das ist wirklich etwas, wo wir uns noch klarer und klarer werden dürfen jeden Tag, wo unsere Power denn wirklich ist. Der liebe Gott hat uns ja mit einem logischen Verstand ausgestattet und diesen logischen Verstand, den müssen wir trainieren. So sind wir konditioniert, dass es darum geht, Wissen zu haben, Logik zu haben, logischen Verstand zu haben und da sind wir großartig da drin. Und das ist ein Vorteil. Das ist eine Fähigkeit, die haben wir höchst ausgebildet. Aber wenn wir diesen logischen Verstand jetzt mit unserer wahren Power zusammenbringen, mit unserer Power-Energie, mit der richtigen Energie, die eben die Dinge zum Entstehen bringt, die Dinge in die Realität bringt, dann sind wir unschlagbar. Und diesen logischen Verstand gilt es zu trainieren, dass er sich auf die Dinge fokussiert, die er haben möchte. Und das ist die Nummer 1. Fokus, Fokus, Fokus. Lass dich von nichts und von niemandem abbringen, von dem, was du haben möchtest, von dem, was deine Wünsche und Träume sind. Weder von dir selber, von deinem schlauen Geplapper im Kopf, das dir immer wieder sagt, wie soll das gehen, wie soll das gehen, wie soll das gehen. Da musst du immer wieder die Erklärung liefern und sagen, du musst nicht wissen, wie es gehen soll, weil ich habe die magische Power. Und diese magische Power entsteht durch den Fokus auf das, was ich will, plus die Emotion, plus die Energie der Emotion, der Dankbarkeit, dass es schon hier ist, dass ich es verdient habe, dass ich ein Wesen aus Licht und Liebe bin, das nur Dinge aus Licht und Liebe verdient hat. Aus Schönheit, aus Dankbarkeit, aus Größe, aus Großartigkeit. Und dann hast du die Power. Aber diese beiden Dinge, die musst du so viel wie möglich zusammenbringen und diese Disziplin aufbringen, immer wieder deinen Fokus auf das zu halten, was du möchtest.
Ich mache ein Beispiel. Wenn du ein Zipperlein hast, wenn du einen Schmerz hast, wenn du eine Krankheit hast, wenn du die ganze Zeit deinen Fokus auf diese Krankheit hast, dann ist dein Fokus eben auf das gerichtet, was du nicht haben möchtest. Und dann kannst du dir auch überlegen, das Pendant deiner Energie ist sehr, sehr tief, hat keine Power, hat keine Kraft. Angst hat keine Power, Angst hat keine Kraft. Klar werden sich die Dinge, die du aus Angst anfokussierst, zu denen zieht es dich genauso. Aber zu den Dingen, die du aus Begeisterung und Überzeugung anvisierst, zu denen zieht es dich viel schneller. Zu denen zieht es dich turboartig. Und gerade in Zeiten wie heute, wenn wir in einem kollektiven Energiepot sind, der nicht gerade erhellend und erhebend ist im Moment, spüren wir dennoch, wenn wir unser Ambiente, siehe Video gestern, so ausrichten und uns mit Leuten verbinden, die eben sagen, hey, mein Job ist es, jetzt hier die Energie zu heben, Licht und Liebe reinzubringen. Wenn du dich mit diesen Menschen zusammenschließt, dann spürst du auch wieder mehr deine eigene Power und bist eigentlich dort, wo es sich gut anfühlt, dort, wo du dich besser fühlst, wo du dich sicherer fühlst und eben dort, wo du empfangsbereit bist für die großartigen Dinge des Lebens. Und ich wollte noch ganz kurz heute etwas teilen aus meinem Magic Mastermind gestern. Diese Power haben wir nicht nur, soll ich sagen, nicht nur für Dinge oder für Situationen, die wir uns wünschen. Wir haben die Power, Symbole umzuprogrammieren. Ja? Weil, was ist ein Symbol? Zum Beispiel, wir haben gestern über Geld gesprochen. Geld ist ein wichtiges Symbol, aber wer weiß, ob dieses Symbol übrigens noch lange, lange, lange bestehen bleibt. Vielleicht kriegen wir ein anderes Symbol für den Austausch unserer Energie, für den Austausch unserer Dienstleistung, unseres Services, unseres Gebens. Ja? Vielleicht kriegen wir ja mal ein anderes Symbol. Aha, könnte ja sein, oder? Könnte ja sein, dass Geld, so wie wir es kennen, als Symbol für Austausch von Energie gar nicht mehr entsteht oder besteht. Was ich sagen möchte, dieses Geld ist nur ein Symbol. Und dieses Symbol gilt es jetzt von uns absolut umzuprogrammieren. Und zwar in höchste Frequenz und höchste Energie, dass es ein Symbol der Liebe und des Lichtes ist und das Geld in die Hände von Menschen kommt, die Liebe und Licht produzieren, geben, und zwar nicht gratis, sondern warum sollte dieses Symbol Geld nicht höher schwingen und da eingesetzt werden, wo wir Gutes tun. Das können wir aber nur machen, wenn alle Heiler, wenn alle Helfer, wenn alle Menschen, die aus Herz, von Herz zu Herz auf einer höchsten Energie arbeiten, die Heilungen geben, die Coachings geben, die Unterstützungen geben, die lehren und lernen, diesen Menschen das Gefühl zu geben, es ist okay, aufzutreten und Geld zu empfangen für ihre Arbeit. Dazu brauchen wir ein Symbol, das nicht schmutzig ist, das nicht dreckig ist, das nicht verlogen und verdorben scheint, das eine bessere Programmierung hat. Und ich möchte euch dazu aufrufen, eure Power dazu zu nutzen, Geld, eine Lichtgestalt aus Geld zu machen, ja genau, aus Geld eine Lichtgestalt zu machen, aus Geld ein Lichtsymbol zu machen, dass Geld das Symbol des Lichtes ist. Und wenn Geld das Symbol des Lichtes ist, dann wird es in Zukunft nicht mehr so sein, dass die Menschen, die wirklich Heilung bringen, sei es körperliche Heilung, seelische Heilung, Heilung der Vergangenheit, was auch immer an Heilung wir alles brauchen, dass die Geld empfangen dürfen und dass die sich erlauben können, Geld zu empfangen. Darum geht es ja nicht ans Ums dürfen, sondern weil sie nicht Schmutz empfangen wollen für ihre göttliche Arbeit. Und deswegen sind so viele Menschen, die ganz grandiose Arbeit machen,
am Existenzminimum. Viele, viele Künstler am Existenzminimum, weil Geld noch ein Symbol ist für etwas, was nicht in Ordnung ist, was niedrig schwingt. Und wenn wir das ändern im Kollektiv und bereit sind zu sagen, Geld ist Licht, Geld ist etwas Schönes, Geld ist eine Austauschenergie für Liebe, dann werden diese Menschen, die jetzt Frondienst leisten für ganz, ganz wenig Geld, ihre Energie zu Geld so verändern können, dass diese Menschen gut bezahlt werden. Unsere Gesellschaft wird sich so verändern können, dass das meiste Geld in den Händen von Lichtmenschen sind, von Lichtarbeitern, und die Licht mit Geld kreieren. Und diese Idee möchte ich euch mal geben und dass ihr euch vielleicht mal ein bisschen da reindenkt und sagt, ja, für was steht denn Geld jetzt? Was projiziere ich denn auf Geld? Was ist denn Geld für mich? Was habe ich gelernt von Geld? Ist das wirklich zuträglich oder kann ich das umprogrammieren? Kann ich Geld eine andere Symbolik geben? Kann ich Geld als Lichtwährung einführen? Und wenn wir das ganz, ganz viele hier tun, dann wird Geld nicht mehr für schmutzige Sachen und Machenschaften gebraucht werden, sondern dann wird Geld etwas sein, was Lichtmenschen für ihre Lichtenergie untereinander in großer Fülle austauschen. Und vielleicht könnt ihr diesen Gedankengang folgen. Also es ist für mich etwas, wo ich jetzt sagen muss, ja, das müssen wir tun. Wir müssen all diese angstvollen, schlechten, negativen, niedrigen Symbole umprogrammieren. Und da ist number one Geld. Ja? Geld regiert die Welt. Aber wenn Geld schmutzig ist, dann regiert etwas Niedriges und Schmutziges die Welt. Wenn wir es aber umprogrammieren und sagen, Geld ist Licht und Liebe und wir geben Geld mit Liebe und empfangen Geld mit Liebe, dann regiert Geld die Welt, aber dann regiert die Liebe die Welt, ja? Und wir können das machen. Wir haben die Power. Wir haben die Power. Und jeder Einzelne von uns darf anfangen, eine Liebesbeziehung mit Geld aufzubauen, Geld aus Liebe zu geben und zu empfangen, Geld zu feiern und großartig zu jubeln. Und dann wird es so sein und dann wird Geld weiter die Welt regieren, aber auf einem Niveau des Lichtes, der Liebe, der Begeisterung und der Schönheit und der Wahrheit. Macht alle mit. Wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt und sagt, hey, wie meinst du das genau? Ja, genau, meine Bilder sind Energiebilder aus meiner Liebe heraus entstanden, genau. Und als Künstlerin, wenn du irgendwie glaubst, oh mein Gott, Geld dafür zu verlangen, ist das in Ordnung? Zahlt denn jemand Geld dafür? Ja, aber nur wenn wir wissen, wenn ich dir Geld für deine Bilder gebe, dann kriege ich Liebe und ich gebe dir Liebe. Das kann ich nur machen und es stimmt nur, wenn Geld etwas Schönes ist, wenn Geld Liebe ist, ja? Ich weiß nicht, wer es hier versteht. Ich bin auf meinem kompletten öffentlichen Facebook-Account live. Und das ist auch gut so, weil das ist meine Wahrheit und ich verstecke sie nicht. Und sie wird klarer und ich sage sie immer auf anderen Arten und Weisen. Und es ist für mich so eine absolute Logik. Und wenn Geld tatsächlich, es regiert die Welt, aber die Liebe regiert die Welt, genau dann, wenn Geld geil ist und wenn Geld was Schönes ist und ein Symbol der Liebe ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Es ist ja schon Donnerstag, ich muss selber auf die Uhr gucken. Nehmt eure Power her, nehmt eure Zeit her, kombiniert sie mit eurem Fokus und kreiert, manifestiert das Paradies auf Erden. Ihr habt Zeit, fokussiert diese Zeit genau darauf und lasst euch nicht abhalten. Ihr dürft in eurem kuscheligen Zuhause sein, müsst nur rausgehen, wenn es unbedingt nötig ist und ihr könnt Energie beamen und ballern aus eurem schönen Zuhause raus. Und wir werden es erleben, ich schwöre es euch, es lohnt sich. Unser Leben wird so viel schöner werden, wie es jemals war, wenn diese Periode, wenn diese Phase vorbei ist. Mua, danke fürs Zuhören, schönen Tag, tschüss.